Die Pfarrei von Yettenden, westlich von London, besaß gleich zwei Geister, die allem Anschein nach allerdings eher friedfertiger Natur waren. Dem Kleidungsstil der Erscheinungen nachzuurteilen, handelt es sich um zwei Frauen aus dem Mittelalter. Die jüngere der beiden Damen soll nur sehr selten auftauchen, aber freundlich dreinblicken. Deutlich häufiger war der Geist einer älteren Dame zu beobachten. Sie schien an einer Stelle des Hauses einige Stufen hinaufzugehen. Allerdings existieren hier gar keine Treppen. Schließlich betrieb ein Pfarrer einen Exorzismus und verließ kurz darauf die Pfarrei samt seiner Familie. Dies geschah vor einigen Jahrzehnten. Seitdem wurden die beiden Damen nicht mehr gesehen. Dieser Fall erregte im Jahre 1967 die Gemüter. In dem Büro seiner Anwaltskanzlei geschahen seltsame Dinge. Erst explodierten Glühbirnen, dann sickerten aus dem Kopiergerät undefinierbare Chemikalien. Es war an ein vernünftiges Arbeiten nicht mehr zu denken. Bilder drehten sich an der Wand, Neonröhren fielen herunter, ein massiver Eichenschrank verschob sich im Zimmer. Als die 19-jährige Auszubildende Annemarie über Weihnachten in den Urlaub geschickt wurde, hörten die Phänomene schlagartig auf und kehrten erst zurück, als sie wieder zum Dienst erschien. Bis heute ist völlig unklar, ob es wirklich die Psyche der Auszubildenden war, die die Phänomene auslöste. In Dublin steht das berühmte Killarkey House. Dieses Anwesen wurde Ende der 60er Jahre in ein Kunstzentrum umgewandelt. Bei den Renovierungsarbeiten öffnete sich eine zuvor verschlossene Tür. Im Dunkeln stand eine Gestalt, die mit tiefer Stimme sagte, dass diese Türe geöffnet bleiben solle. Im Raum hockte eine grotesk große schwarze Katze. In den folgenden Jahrzehnten tauchte diese immer wieder auf. Verschiedene Versuche, das Tier zu erledigen, scheiterten. Eigentlich müsste das Tier, wenn es sich um ein solches handelt, längst gestorben sein. Aber die Bewohner des Hauses berichten bis heute von dieser Erscheinung. Der Spießhof von Basel in der Schweiz, dessen Grundstein bereits im 13. Jahrhundert gelegt wurde, wird vom Geist eines bekannten Betrügers heimgesucht. 1546 verkaufte der damalige Eigentümer das Anwesen an Johann von Brügge, der dort 1556 verstarb. Johann von Brügge war zu Lebzeiten ein hoch angesehener Bürger. In Wirklichkeit hieß er David Joris und war ein führendes Mitglied der Täuferbewegung. Man ließ das Grab öffnen, fand die Leiche darin und zerrte sie vor Gericht, wo sie wegen Ketzerei verurteilt wurde. Seit diesem Tag soll David Joris im Spießhof umgehen. Er wurde in allen folgenden Jahrhunderten von Bewohnern und Besuchern gesehen. Joris will oder kann einfach keine Ruhe finden. Im 19. Jahrhundert lebte der Schweizer Anwalt Melchior Joller mit seiner Familie im schweizerischen Stans. Eines Tages kam Melchior von der Arbeit nach Hause und fand seine Familie weinend in der Scheune vor. Sie hätten einen Geist gesehen, was Joller natürlich nicht glauben wollte. Ein paar Tage später hörte auch er plötzlich seltsame Geräusche. Tische und Stühle fielen um. Faustgroße Steine schlugen durch die Fensterscheiben. Einer seiner Söhne fiel in Ohnmacht, weil es an seiner Zimmertür geklopft hatte und eine weiße Gestalt eingetreten sei. Melchior Joller, um seinen guten Ruf besorgt, schaltete Experten ein, die aber nichts herausfanden. Schließlich zog die Familie nach Zürich um. In Zürich gingen die Erscheinungen weiter. Der Legende nach soll Joller eines Morgens mit weißen Haaren aufgewacht und gestammelt haben, dass er jetzt begreife. Die Familie flüchtete nach Rom, wo Joller kurze Zeit später im Alter von 47 Jahren verstarb.
Im Jahre 1810 wurde in der Nähe des Örtchens Landbrit die Leiche eines Mädchens gefunden. Am Fundort befand sich auch eine blutgetränkte Hose, die man als Eigentum des Alexander Gillen identifizierte. Alexander Gillen wurde in der Kirche des Dorfes festgenommen und dem Richter vorgeführt, welcher Gillen sofort zum Tode verurteilte. Aufgrund der Schwere des Verbrechens sollte seine Leiche nicht begraben werden, sondern so lange am Galgen baumeln, bis nur noch die Knochen übrig seien. Der Galgen wurde am Fundort der Leiche aufgestellt, das Urteil vollstreckt. Am nächsten Morgen waren die sterblichen Überreste des Arbeiters verschwunden. Bis heute wagen sich Einheimische nicht in die Nähe des Holzkreuzes, das an Alexander Gillen erinnert, heran. Seine schemenhafte Gestalt wird in unregelmäßigen Abständen bis heute am Wegesrand gesehen. Ein Jäger berichtete zudem, dass an der Stelle weder Vögel noch Wild zu sehen seien. Eines der bekanntesten Geisterhäuser ist das Waverly Hills Sanatorium. 1910 als Privatklinik gegründet, wurde das Gebäude im Laufe der Jahrzehnte immer weiter ausgebaut. Um den steigenden Patientenzahlen Herr zu werden, wurde das Haus immer weiter aufgestockt, wobei die hoffnungslosen Tuberkulosefälle im obersten Stock abgelegt wurden. Die Leichen wurden, um die restlichen Patienten nicht zu verschrecken, durch eine Art Wäscheschacht in den Keller befördert. Auf dem Dach versuchte man, Kinder an der frischen Luft zu kurieren. Insgesamt sollen ungefähr 10.000 Menschen in der Klinik gestorben sein. Besucher berichten aber immer wieder von seltsamen Erscheinungen. So haben mehrere Menschen blasse Kinder auf dem Dach spielen sehen. Ein Geist in Krankenschwesteruniform soll durch die Flure schlurfen. In der ehemaligen Kantine riecht es bis heute nach Essen. Eine der schrecklichsten Erscheinungen von Phantomkutschen wurde angeblich mehrfach und über viele Jahrzehnte zwischen Okehampton und Tavistock im Süden Englands gesichtet. Das Gefährt soll aus menschlichen Knochen bestehen, genauer aus den Knochen der vier Ehemänner von Lady Howard aus Fitzford. Der Legende nach hat sie jeden einzelnen ihrer Angetrauten, die als geisterhafte Wesen in der Kutsche sitzen, unter die Erde gebracht. Ein unheimlicher Hund begleitet die Kutsche und reißt in jeder Nacht einen Grashalm aus dem Park in Okehampton. Die Seele der Lady Howard soll erst dann Ruhe finden, wenn im Park kein einziger Grashalm mehr steht. Um das Jahr 1650 herum suchte in der Innenstadt von London eine ganz besonders gruselige Gestalt die Fleischergilde heim. In der Robe eines Anwaltes mit Hörnern auf dem Kopf und einem Fleischermesser bewaffnet, ging der angebliche Geist ausschließlich auf Metzger los. Er tauchte immer nur in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf. Manchmal verwüstete er deren Auslage, manchmal griff er die Metzger direkt an, indem er sie mit Fleisch bewarf. Einige der Fleischer, die sich dem Geist in den Weg stellten, spürten angeblich nur einen Luftzug, wenn sie ihn anfassen wollten. In der Nähe des Marktes war tatsächlich kurz zuvor ein Anwalt an einer Fleischvergiftung gestorben. . 1972 hatte eine Stewardess eine Vorahnung, dass der Flug einer Maschine des Typs Lockheed Tristar mit dem Ziel Miami abstürzen würde. Sie berichtete Kollegen von dieser Vision und ließ sich in dieser Zeit nicht zum Dienst einteilen. Es stürzte tatsächlich eine Maschine dieses Typs mit der Flugnummer 401 ab. Wie bei Abstürzen üblich, wurden Teile, die nicht beschädigt wurden, in Schwestermaschinen eingebaut. Damit nahmen die unheimlichen Erscheinungen ihren Lauf. Eine der Stewardessen sah den tödlich verunglückten Kapitän an Bord der Schwestermaschine. Ein anderes Mal gab es in der Maschine die übliche Bordansage, das Rauchen einzustellen und die Gurte anzulegen.
Niemand aus der aktuellen Crew hatte die Sprechanlage betätigt. Ein alter Kollege glaubte jedoch, die Stimme des verunglückten Flugoffiziers erkannt zu haben. Die Maschine wurde schließlich außer Dienst genommen.